a mí y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Y por mi parte sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco a quien. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Wir haben die Korrekturen vom Skript soeben erhalten. Also gut, Morena, wir gehen in zwei Minuten auf Sendung. Sie kennen Ihre Aufgabe. Sie sollen erreichen, dass Rodrigo in der Show bleibt. Ich weiß, Sie schaffen das, meine Liebe. Habt ihr gemerkt, so spielt das Leben. Der Einzige, der hinter dem Schwulen gestanden hat, war ich. Jetzt sind sie alle hin und weg und wir dürfen für ihn Purzelbäume schlagen, damit der Junge uns nicht verlässt. Ist Carmen bereit, das mit ihm aufzunehmen? Ich sag euch, ihr habt eine ganz schön harte Nuss zu knacken. Das wird kompliziert werden. Ja, bin ich bereit. Ich schaff das schon, keine Sorge. Na, dann kann's ja nur noch schief gehen. Freut mich zu hören, dass Sie so optimistisch sind, meine Liebe. Und als Beweis meines Vertrauens in Ihre Fähigkeiten setze ich 2000 Pesos darauf, dass Rodrigo bleibt. Na gut, 5000, dafür ist immer Geld da. Das geht jetzt nicht gegen Carmen, aber Rodrigo wird seine Meinung nicht ändern. Er wird gehen, da bin ich sicher. Das sehe ich genauso. Den wird niemand von seinem Entschluss abbringen. Tut mir leid, Chef, aber ich möchte kein Geld verlieren. Ich glaube, dass Oma und Luz richtig liegen. Rodrigo wird uns verlassen, hm? Nein, lassen Sie sich nicht kleinkriegen, Chef. Ich bin auch Ihrer Ansicht. Ach, er bleibt hier. 5000. Guten Abend und wieder einmal willkommen im Hotel Real, dem Ort, wo die Versuchung niemals schläft. Nach einem langen Tag harter Arbeit sind unsere fleißigen Kandidaten jetzt ordentlich erschöpft. Aber nicht alle. Gehen Sie eigentlich davon aus, dass Sie alle gleich viel gearbeitet haben? Ja, das war auch nicht die Münze, Mr. Braun gebrannt. Also, ich bin Edgar Collazos, der Hoteldirektor dieser Woche. Und darüber hinaus der Vorsitzende der Gewerkschaft GDH. Also, das ist die Gewerkschaft der Hoteliers. Und ich kann Ihnen sagen, die haben sich alle ganz schön abgerackert. Klar, aber während wir geackert haben, damit wir den vorgegebenen Zeitplan einhalten können, hat der Schwule in der Sonne geschwitzt. Wahrscheinlich gefällt das seinem Freund und gekocht hat Mr. Braungebrannt auch nicht mehr. Einen Augenblick mal, Ramon. Soweit mir bekannt ist, ist Rodrigo keineswegs verpflichtet, für alle zu kochen. Ist doch so, oder? Ja. Moment, 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 um Himmels Willen, Carmen, was soll das denn werden? Sie sollen den Kerl doch nicht verteidigen. Sie sollen erreichen, dass die anderen ihm nachlaufen. Darum geht es doch. Also bitte! Ich würde gerne wissen, was Sie als Mitglieder des Teams Wellness über Rodrigos Stellung in Ihrem Team denken. Eloisa, fangen Sie bitte an. Ich will echt nicht gemein sein. Du weißt, ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich dich mag. Aber jetzt hast du uns im Stich gelassen und das zu einem Zeitpunkt, wo wir dich am meisten gebraucht hätten. Und jetzt hinken wir hinterher, weil wir Leute dabei haben, die ein bisschen behindert sind. Könnten Sie sich etwas deutlicher ausdrücken? Ja, Carmen, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich mit Esteban schwanger war. Da habe ich nicht die Hände in den Schoß gelegt, da habe ich Nachschlagewerke in der Stadt verkauft. Ich habe dann nicht so ein Gesicht gezogen, wenn es ans Arbeiten ging. Oh, ist das vielleicht eine blöde Kuh? Weißt du was? Zum Glück wird das ja hier alles aufgezeichnet und alle wissen, dass ich für drei geackert habe. Ich glaube, bei dir muss hier oben eine Schraube locker sein. Wird wohl eine senile Demenz sein, wir mussten alles nochmal machen, wo du warst. Du meinst, ich wäre zu nichts zu gebrauchen? Ja. Ach ja, wer macht denn hier die ganze Zeit Schlaf und ist zu gar nichts zu gebrauchen? Das musst du gerade sagen, nicht. Ich bitte Sie, immer mit der Ruhe, ja? Offensichtlich hat das Ungleichgewicht bei den Teams zu einer Reihe von Konflikten geführt. Während sich hier die Gemüter abkühlen, lade ich Sie ein, sich einmal anzusehen, wie die verschiedenen Bereiche des Hotels aussehen und wie sie aussehen sollten. Der erste Gast soll hier schlafen, aber offensichtlich ist dieser Raum noch nicht für seinen Empfang bereit. Das Team Ferienanlage hat noch 24 Stunden Zeit. Na los, gib her! Ach, Andreas, du weißt, dass ich das nicht mag, wenn du im Bett was isst. Siehst du, da ist es schon passiert. Ach, Mama, ich alles wieder sauber machen. Ich bin doch gerade dran. Ich muss leider nicht abstreiten. Aber wir sind trotzdem zuversichtlich, dass wir gewinnen werden. Wir werden diesen Raum in einem perfekten Zustand hinterlassen. Wir alle, ich hänge bereits an jedem Detail. Ach, jetzt übertreibst du, Ramon. Du hängst an meinen Details. Ihr macht euch... Nein, Kinder, das finde ich nicht witzig. Ach, Mama, bitte. Also, ist so das ist höchste Zeit. Das ist ich doch möchte, gleich dass zu euch Ende. Das Gesicht wascht, eure Ach, Zähne putzt und eure Schuluniform morgen auslegt. Also eins
2? Oh, na geh schon, Schätzchen. Mann. 3. Ich komme gleich gute Nacht sagen. Das nachsagen lassen muss. Stimmt aber, Leute. Ich gebe mir wirklich Mühe, mitzuarbeiten. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo hochklettere, um von da oben irgendwas runterzuholen, puh, schon starren mir alle auf den Hintern. Oder wenn ich mich bücke, um was aufzuheben, weil es runtergefallen ist, schon begaffen sie wieder mein Hinterteil. So kann man doch unmöglich arbeiten. Da bin ich aber anderer Meinung. Daran bist du doch schuld. Weil du so gebaut bist, glaub nicht, dass wir eine Wahl hätten, woanders hinzugucken. Und selbst wenn, würden wir das nicht tun. Bitte, bitte, Jungs. Begreift ihr denn nicht, dass ich auch noch etwas anderes habe als nur meine Kurven? Ehrlich gesagt, verstehe ich gar nicht, was an meiner Kehrseite so besonders sein soll. Und nun wollen wir stattdessen einmal einen Blick in die Haupthalle werfen, die zurzeit von den Mitgliedern des Teams Wellness renoviert wird. Die Arbeiten in der Halle hinken noch viel weiter hinter dem Zeitplan her. Die Mitglieder des Teams Wellness haben es bislang nicht geschafft, auch nur annähernd eine Vorstellung davon Carmen, zu entwickeln. Carmen, bringen Sie Edgar dazu, schlecht über Rodrigo zu reden. Na los! Edgar, was halten Sie von dem Teamwork der Wellness-Mannschaft? Was meinen Sie? Die zieht es zum Nichtstun wie die Motten ans Licht. Wenn die beiden Mädchen nicht gerade rumlungern, dann streiten sie sich. Und der junge Mann da eilt sich in der Sonne wie eine Eidechse auf der Hauswand. Und unser Philippe ist nicht gerade der Geschickteste. Ich würde euch nicht mal einen ausreichend dafür geben. Aber das finde ich wirklich unerträglich. Ich habe wirklich hart gearbeitet. Einen Augenblick, Moment, bitte. Ich darf Ihnen mitteilen, dass Sie von jetzt an 24 Stunden Zeit haben, diese Räumlichkeiten möglichst originalgetreu nach den Plänen unseres Sonderberaters Diego Gamiso wiederherzustellen. Nichts leichter als das. Das Team, das den Originalplänen am nächsten kommt, wird das Siegerteam sein. Sie haben damit den Anspruch erworben, als Testperson die Qualität des Hotels zu überprüfen. Das Verliererteam hingegen hat die Sieger fürstlich zu bedienen. Na, da möchte ich aber lieber... Nein, das ist nicht fair. Dann geben Sie uns wenigstens Edgar wieder zurück, wenn Rodrigo sich schon entschlossen hat, bei uns nicht mehr mitzumachen. So könnten wir nicht einmal mit einem Tag Vorsprung gewinnen. Das ist einfach Nein, so. Nein, Carmen, nicht schwach werden. Rodrigo soll sich schuldig fühlen, dass die anderen drei ohne seine Hilfe verlieren werden. Also Amalia und... Ebenso, die übrigen Teilnehmer. Es tut mir leid, aber die Regeln sind nun mal so. Und die Teams haben sich so herausgebildet. In diesem Punkt sind sie ganz auf sich gestellt. Wenn sie einen Ausgleich erzielen wollen, müssten sie schon Rodrigo um seine Mitarbeit bitten. Wir mischen uns da nicht ein. Rodrigo, das heißt, kann man doch unmöglich dabei im Stich lassen. Wenn Edgar nicht für dich einspringen darf, musst du uns helfen. Meinetwegen. Okay. Um euch nicht zu schaden, arbeite ich bei euch im Team mit. Oh, ich hab's gewusst. Fantastisch, Carmen. Wunderbar ist das. Ich wusste, dass es so kommen würde. Vielen Dank. Machen wir doch Folgendes. Ich helfe euch, wenn ihr mich am Waschtag abwählt. Och nein, bitte nicht. Ihr müsst mir versprechen, dass ihr mich abwählt. Versprecht es. Nein, dann ist das kein richtiges Spiel, Rodrigo. Sieh das doch nicht so negativ. Mit dir hätten wir eine echte Chance, eine Runde Weichheit zu bekommen. Ich möchte nicht, dass du gehst. Hast du die Kassette erhalten? Ist doch ein echter Ballettstar, der Gute, oder nicht? Oh, Schätzchen, diesmal hast du dich selbst übertroffen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wo hast du das nur aufgetrieben? Es handelt sich um ein Video von Senor Aníbal, als er noch auf der Uni war. Kompendium der afro-karibischen Tänze. Kein Mädchen wollte sich auf ihn einlassen, also musste er sich selbst auftakeln. Was sagst du dazu? Sieh nur, wie er mit dem Po wackelt. Und jetzt, hoppla, ach, ist das wunderbar. Oh, oh. Mein süßer Schatz, dafür hast du dir etwas ganz Besonderes verdient. Ich bin wirklich so stolz auf dich. Und ich möchte dir gerne eine Auszeichnung zukommen lassen und damit meine ich etwas Intimes. Nein, es wäre mir lieber, wenn du mich nach wie vor mit Geld bezahlen würdest, weil ich meiner Freundin versprochen habe, mit ihr in den Urlaub zu fahren. Ich hab dir doch davon erzählt. Was sagt man dazu? Du weißt ja nicht, was du verpasst, du Ärmster, du. Und euer Aníbal, der Mann, wird völlig ausrasten, wenn ich das veröffentliche. Und damit habe ich auch gleich etwas, womit ich das Gerücht, dass Aníbal schwul ist, wunderbar untermauern kann, du Süßer. Hier kommen die Tränen, aber es sind diesmal Tränen des Glücks. Rodrigo, ich würde gerne wissen, finden Sie das nicht auch etwas radikal, das Hotel zu verlassen? Ja, echt? Wie kannst du sowas machen? Nein. Ich habe gründlich darüber nachgedacht und ich bin sicher, dass es das Beste ist. Könnten Sie uns vielleicht ein paar Gründe nennen, die für uns nachvollziehbar machen, wie Sie zu diesem Entschluss gekommen sind? Das kann nicht wahr sein. Ja, klar. Ich war mir nicht bewusst, dass meine Anwesenheit so viel Hass hervorrufen könnte. Sowohl hier im Hotel als auch außerhalb.
Vor allem geht es mir um meine Familie. Ich habe sie damit nicht verletzen wollen. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe nicht mit so viel Intoleranz gerechnet. Dass es Leute gibt, die so unachtsam mit den Gefühlen anderer umgehen. Ich fürchte, dass wir noch einen sehr langen Weg vor uns haben. Das war's. Siehst du, immer dasselbe. Jetzt sind wir wieder die Bösen. Sieh dir den Schwulen noch an. Nun, ich finde, dass wir den Standpunkt von Rodrigo einfach respektieren müssen. Ich möchte Sie nun auffordern, sich wieder an die Arbeit zu machen, denn es gibt noch eine Menge zu tun. Ich bin Carmen Morena aus dem Hotel Real, dem Ort, wo die Versuchung niemals schläft. Guten Abend. Na wunderbar, super. Dein Rodrigo wird die Show verlassen, hierher kommen und dir persönlich mitteilen, dass er dich nicht heiraten kann, weil er schwul ist. Ist es das, was du wolltest? Fantastisch, danke. Und was hab ich damit zu tun? Er kann doch machen, was er will, soll er doch da rausgehen. Warum bist du nur so ein Dickschädel, mein Gott? Verzeih ihm doch, was kostet dich das denn schon? Man muss jedem irgendwann verzeihen. Oder willst du, dass wir bettelarm bleiben? Chef, bei allem Respekt, aber die Wette haben Sie verloren. Wie wollen wir das jetzt mit dem Geld machen? Ich meine, Rodrigo ist schon weg. So gut wie raus. Ist Rodrigo raus? Ich sehe ihn immer noch da im Hotel. Also hör zu, wenn er weg ist, sollst du das Geld bekommen. Guten Abend. Dr. Franco. Hannibal, wir haben etwas Dringendes zu besprechen. Sofort. Ja. Kommen Sie. Rodrigo? Ja? Ich wollte Ihnen nur sagen, selbstverständlich respektiere ich Ihre Entscheidung, aber ich verstehe Sie einfach nicht. Ich muss ständig daran denken, was Sie gesagt haben, als Sie zum ersten Mal zur Show gekommen sind. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Was habe ich denn da gesagt? Dass Sie das Geld brauchen, dass Sie darauf angewiesen sind, um Ihrer Familie zu helfen. Das sei lebensnotwendig. Ja. Dann verstehe ich nicht, was sich daran über Nacht geändert haben soll. Gar nichts hat sich in der finanziellen Situation geändert. Na und jetzt? Sie wissen doch, dass mein Leben in letzter Zeit eine unerwartete Wende genommen hat. Das wissen Sie doch, oder etwa nicht? Erinnern Sie sich. Und Sie wissen auch, dass ich Ihnen gesagt habe, dass ich dringend Carmen! Meine Gefühle wieder in Ordnung bringen muss. Carmen, Carmen! Warten Sie mal eine Sekunde. Ja? Sie möchten in die Besprechung von Dr. Franco kommen. Er diskutiert gerade mit Hannibal und Susanne. Okay, los, vielen Dank. Okay. Ich muss gehen. Rodrigo, was ist los, Mann? Willst du nicht mitarbeiten? Nun komm. Entschuldigen Sie, Carmen, aber wir haben nicht viel Zeit. Die Uhr läuft. Dieser Garniso bringt uns ganz schön ins Schwitzen. Sie können alles über mich behaupten, aber nicht, dass ich intolerant bin. Ich habe mich fast umgebracht, damit auch Schwule bei uns zu Wort kommen. Man hat mich selbst schon als schwul bezeichnet. Das Moment, Hannibal. Warten Sie. Ja? Sie haben sich nur deswegen für Rodrigo entschieden, weil er Ihnen versprochen hat, während der Show zu erklären, dass er schwul ist. Also wollen wir doch jetzt nicht so tun, als ob Sie hier das Opfer wären, ja? Nun, man bezichtigt uns hier ganz offen der Diskriminierung einer homosexuellen Minderheit. Und dann soll da offensichtlich eine Kandidatin rausgewählt werden, nur weil sie schwanger ist. Wir haben hier alle möglichen Beschwerden. Vom Verband der Schwulen über das Antidiskriminierungskomitee bis zur Vereinigung der Schwulen und Lesben, die repräsentieren immerhin ein paar hunderttausend Leute. Wer beschwert sich denn nicht hierzulande? Dr. Franco, im Ernst, ich habe nur versucht, eine Art Forum zu schaffen, in dem Rodrigo zu Wort kommen kann, in dem er anderen seine Ansichten mitteilen kann, die sich dafür interessieren. Ja, und Amalia? Das mit Amalia ist eine Kampagne, um einen Vater zu finden. Das Kind braucht doch einen Vater, wenn es zur Welt kommt, finden Sie nicht? Ich weiß nicht, wie Sie das machen wollen, aber Sie müssen das wieder in Ordnung bringen. Wie ich das machen will? Ich weiß nicht, was man da machen kann. Sie vielleicht manipulieren? Sie wollen auf die Kandidaten Einfluss nehmen? Das verbietet unser Reglement. Was denn für ein Reglement? Die Verfassung? Das Strafgesetzbuch? Die Heilige Schrift vielleicht? Mann, denken Sie doch mal ein bisschen nach. Regeln dürfen niemals über dem gesunden Menschenverstand stehen. Das muss Ihnen doch klar sein. Jedenfalls möchte ich morgen nicht wieder einen Anruf bekommen, in dem mir gesagt wird, wir würden irgendwelche Schwulen verunglimpfen oder sonst wen. Was weiß ich? Ich kann das nicht mehr hören. Entschuldigen Sie. Guten Abend. Sie haben mich rufen lassen? Ja, Carmen. Wir nehmen einige Anpassungen in unserem Programm vor. Aber das wird Hannibals Aufgabe sein. Ja, ist gut. Übrigens darf ich Sie beglückwünschen. Man hat mir von Ihrer hervorragenden Arbeit berichtet.
Haben Sie vielen Dank, Dr. Franco. Außerdem hat man mir erzählt, dass Sie einfach umwerfend sind. Das kann ich nur bestätigen. Ich beglückwünsche Sie zu Ihrer Arbeit. Danke. Und Ihnen, Susanna, möchte ich danken für diese Empfehlung. Wir haben uns verstanden, ja? Ja, Senor. Hier, mein Schatz, halt das mal. Mama, denkst du nicht, dass wir einen Fehler machen, wenn wir den Laden über Nacht geschlossen halten und nichts verkaufen? Aber wieso denn, mein Schatz? Schon seit Tagen ist niemand mehr zu uns gekommen. Aber wer weiß, vielleicht verkaufen wir ja irgendetwas. Ist doch besser als nichts. Bloß was denn? Wir haben hier nichts mehr auf Lager. Und das bisschen, was noch da ist, nehme ich nach Hause zum Kochen mit. Was glaubst du denn, wo die letzten Tage unser Essen herkommt für uns und den kleinen Nacho? Es ist alles aus unserem Laden, weil der Verkauf gleich null ist. So sieht's aus. Hallo Leute, ich heiße Diego Garnizo und übernehme die künstlerische Leitung. Unser grundlegendes Ziel ist, dass wir alle einen Stil entwickeln, der typisch für dieses Hotel ist. Wir werden diesen Raum hier in den großen Salon verwandeln. Er ist für die Höhepunkte des Gesellschaftslebens vorgesehen. Feste, Bälle, Galadinés, Bankette. Sie wissen, was ich meine, oder? Na klar. Ja, sicher. Sehr schön. Gut, dann werden wir folgendermaßen vorgehen. Ich nenne dieses Konzept universell oder kosmopolitisch. Für manche ist es vielleicht minimalistisch, für mich ist es eher exquisit. Ich schätze, das ist dann sowas wie familiär gemütlich. Nein, nein, wir wollen hier nichts durcheinander bringen. Das eine ist eine Sache und das andere eine völlig andere, okay? Ist das vielleicht ein Irrer? Der gönnt uns keine ruhige Minute. Denk an meine Worte. Sie wissen, Sie haben nur wenig Zeit. Ich hoffe, Sie haben dafür umso mehr Energie. Vergessen Sie dabei bitte nicht, dass das Möblement, das wir dafür vorgesehen haben, besonders empfindlich ist. Es sind alles Unikate, aber keine Sorge, wenn Sie den Anweisungen folgen, werden Sie alles perfekt machen, okay? Nein, der Typ hat sie ja wohl nicht alle. Wie soll denn das in der kurzen Zeit zu schaffen sein? Gesunder Menschenverstand und Kreativität. Falls Sie noch Fragen haben, ist das der richtige Moment dafür? Nein. Keine? Dann scheinen Sie ja clever zu sein. Ich gebe jetzt der anderen Gruppe Anweisungen. Also viel Glück und bis später. Oh, ich gebe jetzt der anderen Gruppe Anweisungen. Also viel Glück und bis später. Dieser Mann hat sie doch nicht mehr alle. Habt ihr eigentlich verstanden, was wir hier machen sollen? Hilfst du uns jetzt oder siehst du auch weiter nur zu? Das hängt davon ab, ob ihr meinen Vorschlag akzeptiert. Ich helfe euch, aber nur, wenn ihr mich zur Auswahl vorschlagt. Okay? Ihr müsst irgendwas unternehmen. Vielleicht Werbung machen für den Laden. Ich meine, könntest du nicht vielleicht Senor Anibal vorschlagen, dass er demnächst seine Sendung aus unserem Laden überträgt oder was weiß ich? Kinder, so kann es nicht weitergehen. Wir essen nämlich schon das ganze Inventar unseres Ladens auf. Ach, Mama, es reicht. Wir werden sehen, was wir tun können. Es ist doch nicht das erste Mal, dass wir kein Geld mehr übrig haben. Schon, aber so schlecht ist es uns schon lange nicht mehr gegangen, mein Schatz. Ich kann einfach nicht mehr. Ständig rufen die Lieferanten an und wollen bezahlt werden. Aber ich habe keine Ahnung, woher ich das Geld dafür nehmen soll. Ich brauche wirklich Rodrigo. Nur er kann mir noch helfen. Mama, Rodrigo hat auch keine Lösung. Das Weinen bringt doch nichts. Ist es das, was du wolltest, dass Mama jetzt weint? Schon gut, Mama. Du willst uns zugrunde richten. Deine Mutter bedeutet dir nichts. Sag das noch einmal, dann fängst du dir eine, klar? Das kann doch wirklich nicht dein Ernst sein. Was soll ich denn machen? Du sollst einen auf treue Verlobte machen, damit Rodrigo nicht aussteigt. Ganz einfach. Denn wenn du das machst, kommen die Leute auch wieder in den Laden, um zu sehen, wie tapfer du bist. Dass du so treu zu deinem Verlobten hältst, das ist fürs Geschäft die beste Werbung. Bist du sicher? Weißt du, was du da verlangst? Wir müssen uns entscheiden. Entweder wir verlieren gegen das Team Ferienanlage oder wir verlieren dich und niemand will, dass du gehst. Ihr seid doch meine Freunde. Darum solltet ihr an mich denken und nicht an euch. Im Ernst. Es fällt mir zwar echt schwer, aber du kannst immer auf mich zählen. Und? Was sagt ihr? Oh Mann, du bringst mich noch zum Heulen. Wunderbar. An die Arbeit. Mein Liebling, man muss lernen, jemanden zu verzeihen. Immerhin ist Rodrigo doch ein guter Mensch. Du könntest ihn doch wenigstens als Freund akzeptieren. Nehmen wir nun mal an, dass ich auf dich höre. Ich würde mich vor der ganzen Welt demütigen und der Schwuchtel verzeihen, dass er mich angelogen hat. Und dass er einfach nur raus will, ist euch nie in den Kopf gekommen? Was habe ich denn davon, wenn ich's tue? Gar nichts, nicht das Geringste. Nein, nein, Lucia, wenn du mir versprichst, alles zu tun, was ich dir sage, dann rede ich mit dem Produzenten und sorge dafür, dass Rodrigo die Show niemals verlässt.
Wieso sollte Annibal das tun? Weil der Typ unglaublich intelligent ist. Ist dir noch nicht aufgefallen, wer die ganze Show steuert? Das ist eine noch nie dagewesene Liebesgeschichte. Der Schwule, der sein Coming-out hat und die Verlobte, die trotz aller Schwierigkeiten zu ihm halten. Nein, nein, Moment, Junge, das gefällt mir überhaupt nicht. Das würde ja heißen, ihr wollt die Show manipulieren. Hier geht es einzig und allein um die Zukunft der Familie. Ist dir das nicht klar? Lucia, schwör mir, dass du deinen Stolz runterschluckst. Und wenn dir das noch so schwer fällt, du tust es ja nur für deine Familie. Dieses kleine Opfer solltest du schon bringen. Schwör mir, dass du es tust. Zweifellos liegt der Schlüssel dazu im Detail. Ich komme gerade aus dem Badezimmer. Das ist ein einziger Saustall. Verschaffen Sie sich bitte einen Überblick, wie lange Sie für die Renovierung brauchen werden. Und Mariaka, wenn wir bei den Details nicht sorgfältig sind, dann wird das nichts. Ich werde es Ihnen an einem Beispiel verdeutlichen. Sie haben diesen Spiegelschrank. Ich schätze, Ramon muss sich darauf einstellen, dass er bald seine Koffer packen kann. Dann kannst du deine Wette nicht mehr gewinnen. Es wird ehrlich gesagt etwas langweilig, an dem rumzubaggern. Seitdem Diana weg ist, ist ja niemand hier, der sich seinetwegen noch aufregen würde. Mir fehlt die Spannung. Außerdem spielt er jetzt wieder den biederen Familienpapa. Der ist wirklich super langweilig geworden. Ach, der hält sich nur bedeckt, weil er Angst davor hat. Ich finde, der hätte jetzt etwas Zuneigung verdient. Von mir aus. Aber da musst du auch etwas riskieren. Hm? Pass auf. Ich schlafe mit Ramon und du schläfst dafür mit Mariaka. Mit Mariaka? Ja. Kein Problem, Baby. Nichts leichter als das. Umso besser. Dann gilt die Wette. Einverstanden. Aber nur, wenn dabei was rausspringt. Und ich meine damit nicht Kleingeld. Ich habe dabei den großen Preis im Visier. Wenn wir beide Sex haben, dann teilen wir uns die 300 Millionen. Aber wenn es nur einer von uns schafft, dann geht die Kohle, auch wenn der andere gewinnt, an den Wettkönig. Es geht also um 300 Millionen, das weißt du. Meinetwegen. Das wird bestimmt spannend, oder? Mit zweitklassigen Spielern kein Problem, aber so. Wenn sie mich rauswerfen sollen, darf ich kein Risiko eingehen. Mit den drei Stimmen aus meiner Gruppe ist es nicht hundertprozentig sicher, dass ich rausgewählt werde. Ich muss mir eine sichere Strategie zurechtlegen, damit sie mich rauswerfen wollen. Diese Wette zwischen Cesar und Valentina ist dafür ideal. Denn wenn ich sie entlarve, wird ein derartiges Durcheinander entstehen, dass alle froh sind, wenn ich verschwinde. Mein Schätzchen. Oh nein. Die hartgekochten Eier sind doch hoffentlich nicht für Nacho. Nein, mein Kind, sie werden ihn in der Schule deshalb auslachen. Ach Mama, mir ist lieber, dass sie ihn auslachen, als dass er Hunger hat. Was soll ich ihm denn geben? Auch das Obst ist uns inzwischen ausgegangen. Guten Morgen. Was ist denn mit dir los? Wieso bist du so früh auf? Damit du nicht sagen kannst, ich wäre herzlos und würde mich um nichts kümmern. Wieso versteckst du hier Bananen? Gib her! Die ist für Nacho, die braucht es für die Schule. Sie ist ja schon geschält, damit versaut er sich seinen Ranschen. Oh, jetzt sieh dir diesen Fresssack an. Wieso bist du denn so früh aufgestanden, Junge? Wir haben Wichtigeres zu tun, Mama, als uns wegen einer Banane anzumachen. Das ist für mich. Bete, dass alles klappt. Okay. Sucht er sich jetzt etwa eine Arbeit? Ach, Valentina, was soll das? Ich hab doch gerade erst das Bett gemacht. Nein, 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 das ist nicht ordentlich. Echt mal. Die ganze Mühe ist umsonst. Guten Morgen. Was soll das denn bitte werden? Wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Sie sind total im Verzug. Ramon, naja, diese Kreise, ich verstehe das nicht. Und das Bett, wer hat das so gemacht? Wissen Sie denn noch nicht einmal, wie man Betten macht? Das hier ist die Decke, richtig. Und das hier muss hinten eingesteckt werden. Außerdem sind die Laken ja alle ganz zerknittert. Nein, Herrschaften, tut mir leid, aber so geht das nicht. Wer hat das Bild hier aufgehängt? Ich wette, das war Mariaka, weil sie einfach nicht begreift, dass das eine gerade Linie ist. Und was ist das da? Eine Lampe. Das darf doch nicht wahr sein, junge Dame. Oh, ich kann nicht mehr. Ich sitze da jetzt schon seit 3 Uhr morgens dran, ehrlich. Also, Mariaka, Sie sollten den Anweisungen folgen, die ich Ihnen gegeben habe. So kommen Sie nicht weit. Sie sind inzwischen total im Rückstand. Sie haben noch nicht einmal die Vorhänge am Fenster und wie dieses Bild da hängt. Das ist ungeheuerlich. Die Ränder dieser Teppiche sind nicht eingefasst. Sehen Sie sich das mal an. Alles schmutzig, neu und schmutzig. Hallo. Ich verstehe das nicht. Was ist mit Ihnen los? Die Produktion schickt uns das, um uns das Leben zu versüßen. Ich weiß nicht, wie Sie das noch bewerkstelligen wollen. Ein Donut, Signor Garniso? Ah, nein, das ist eine gute Idee. Mann, habe ich einen Hunger. Die sind lecker. Lasst euch nicht verrückt machen. Ihr müsst doch mal was essen. Ich mach mal was. Spiel dich nicht so auf, bloß weil du Hoteldirektor der Woche bist. Oh, danke. Weißt du, ich finde die Lampe absolut perfekt. Wirklich? Ja. Oh. Darf ich dir was gestehen?
Bei der Renovierung ist mir aufgefallen, dass du die vollkommene Frau bist. Vollkommen? Wie meinst du das? Nein, ganz ehrlich. Am Anfang, da habe ich auch wie alle anderen gedacht, dass du zwar ein sehr hübsches, ansprechendes Gesicht hast und einen wirklich tollen Körper, aber dass du auch sonst sehr oberflächlich bist. Ist das wirklich wahr? Glauben das alle von mir? Nein, nicht alle. Ich nicht? Du bist wirklich süß. Also, da kommt der Vorhang hin und ich werde das gleich überprüfen. Okay. Du bist doch nicht mehr böse auf mich, oder? Weil ich gar nicht mehr weiß, was eigentlich der Grund dafür war. Nein, nein. Ich hab dir verziehen, ja. Echt jetzt? Weil mir nämlich deine Ratschläge so fehlen und ich will mit dir zusammen sein. Wieso dieser Sinneswandel, hä? Weil mich deine Kraft so fasziniert. Sag, bist du in allem so? Naja, ich bin vielleicht... Uiuiuiui, ihr Turteltäubchen. Hier machen sich wohl die Hormone breit, aber vergesst die Arbeit aber nicht, verstanden? Ja. Ach, herrje, wenn ich doch auch nur so geschickte Hände wie du hätte. Willst du es dir nicht noch mal überlegen? Wir könnten dich wirklich gut gebrauchen. Hm? Nein, nein, ich bleibe dabei. Ich gehe. Muss das wirklich sein? Aber bevor ich gehe, muss ich euch noch etwas sagen. Wusstet ihr, dass es zwischen Cessa und Valentina um eine Wette geht? Wie meinst du was? Das? Was? Doch. Warum soll sie laufen? Worum geht's denn da? Cessa hat darum gewettet, dass er Mariaka rumkriegen wird und Valentina soll Ramon rumkriegen. Ich glaub's nicht, das ist ja nicht zu fassen und mir machen sie Vorwürfe. Dabei geht's bei mir immer nur um Liebe. Ja, Scheinlein, wartet mal. Ich verstehe nicht, wieso sie eine solche Wette veranstalten. Aus Jux nehme ich an. Sie haben gesagt, sie würden das Preisgeld miteinander teilen, wenn sie beide gewinnen würden. Und wenn einer von ihnen die Wette verliert, aber das Preisgeld gewinnt, muss er es dem anderen geben. Gut, aber Ramon und Mariaka wissen Bescheid. Nein. Ich finde, wir sollten es ihnen sofort sagen. Ja, aber das finde ich auch. Wir sollten damit warten, bis wir auf Sendung sind, damit alle es sehen können. Ich mag Ramon und Mariaka nicht, aber ich finde auch, es ist nicht fair ihnen gegenüber. Nein, aber kann man denn nur so bescheuert? Wieso sagt Rodrigo es denn nicht gleich allen, ne? Naja, der Schwule ist nicht blöd. Er will, dass das live ausgestrahlt wird, dann kann niemand was davon wegschneiden. Ich finde das super, dass diesem intriganten Betrügerpärchen mal eine Lehre erteilt wird. Na bitte, seht sie euch an. Hör mal, sei doch nicht blöd. Lass dich nicht antatschen, du bist doch verlobt. Was soll das? Ach los, in welchem Jahrhundert lebst du denn? Das hat mit Jahrhunderten überhaupt nichts zu tun. Erinnert ihr euch nicht, bevor die Kleine ins Hotel gekommen ist, hat sie doch von ihrem Freund einen Verlobungsring geschenkt bekommen. Das müsst ihr doch noch wissen. Nein. Ach Gott, ich weiß mal nach. Ich glaube, wir haben das irgendwo. Warum sehen wir nicht einfach nach, ob sie ihn noch trägt? Kamera 1. Bitte etwas dichter an Mariaka ranzoomen. Das gefällt dir aber, oder? Jetzt mach dich nicht lächerlich, Oma. Sie trägt den Ring wahrscheinlich noch. Zoom doch mal auf ihre Hände, ja? Bitte zoom auf die Hände. Siehst du? Tatsächlich, der Ring ist da. Sie trägt den Ring. Das müssen wir Annibal sagen, oder? Warum immer ich, Raphael? Warum muss immer ich alles abkriegen? Der Schwule verlässt das Hotel und Dr. Franco macht mich nach Strich und Faden fertig und Susanna fällt mir auch noch in den Rücken. Ach, Chef, wenn ich wüsste, was wir falsch gemacht haben. Wir müssen irgendwas falsch gemacht haben. Ich verstehe das nicht. Hey, jetzt werd nicht frech, Raphael. Das fehlte gerade noch. Ich? Was hab ich denn? Wieso? Was hab ich denn? Weil du schuld daran bist. Wenn der Schwule beschlossen hat, das Hotel zu verlassen, liegt die Verantwortung allein bei dir. Wie kann man nur so blöd sein und ihm die Zeitung zu lesen geben? Nein, Chef, Sie wollten noch einen Vorschlag. Den habe ich Ihnen präsentiert und Sie haben ihn akzeptiert. Du hast mich hintergangen. Du hast mich hintergangen, Raphael. Du hast nur auf einen Moment der Schwäche bei deinem Chef gewartet. Nein, 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 Senor. Verzeihen Sie mir. Und wenn es wirklich so gewesen ist, dann war es ganz bestimmt nicht mit Absicht. Verzeihen Sie mir, Senor. Meinetwegen, ich verzeihe dir, aber mach das nicht nochmal. Nie wieder. Keine Angst, nur keine Angst, Mann. Das kriegt dir niemand mit. Du bist ja sowas wie ein Freund für mich. Ich werde dich decken, ganz im Ernst. Danke, Chef. Dem Produzenten? Mhm. Signor Annibal? Ja. Sind Sie angemeldet? Nein, wir sind Verwandte von Rodrigo Leal. Mhm. Ich bin Rodolfo, sein Schwager. Dann werde ich mal in der Liste nachsehen. Wie war das? Adolfo? Rodolfo, Mann! Rodolfo, Mann. Mal sehen. Nein, hier gibt's nur einen Jackson, aber keinen Rodolfo.
Wenn Annibal nicht weiß, dass ich komme, kann ich auch nicht draufstehen, oder? Rufen Sie ihn am besten an und Sie werden sehen, dass er einen roten Teppich für mich ausrollen lässt. Ich bin nicht irgendwer. Wenn Sie jetzt mal beiseite treten würden, lassen Sie doch die entscheidenden Leute rein. Die entscheidenden Leute? Hallo Lukas, wie geht's? Hi, Lukas, Lukas, mein Schätzchen. Och, gib mir bitte ein Autogramm. Oh. Was machst du denn hier? Nichts, ich muss mit Annibal reden, also nimm mich mit rein. Oder ich mache einen Riesenaufstand, Schatzi. Ja, ich bin so verrückt nach dir. Hör bitte sofort auf. Was ist los, Lukas? Nichts, Narvaez. Ich werde ihn mit reinnehmen. Das verstehe ich nicht. Er wollte doch zu Signor Annibal. Ach, wissen Sie, mein Lieber, er ist ein kleines Dummerchen. Ihm ist das peinlich, direkt nach mir zu fragen. Hm, ehrlich gesagt wäre mir das wahrscheinlich auch peinlich. Wie bitte? Ich meinte, wenn Sie es sagen, kann er natürlich rein. Sie arbeiten ja hier. Na gut, dann komm mit. Und ich, ey, und ich? Du kannst dir so lange was zu trinken holen. Oder wenn du willst, stell dich doch in der Reihe bei den Komparsen an. Was soll das denn jetzt? Gib mir die Hand. Dr. Franco hat mich gedemütigt. Unglaublich. Er hat behauptet, ich sei den Schwulen gegenüber intolerant. Und das mir, wo ich doch einen homosexuellen Cousin habe, dem ich nie die kalte Schulter gezeigt habe. Und wenn es ein Östrogenüberschuss gewesen ist, Chef, vielleicht hatte er auch nur einen schlechten Tag hey, und konnte... Rafa, lass den Unsinn. Und versuch nicht, den Kerl auch noch in Schutz zu nehmen. Das ist nicht nett. Aber dann, als Carmen reinkam, hättest du ihn sehen sollen. Wahnsinn. Der ist ja vor ihr förmlich zerlaufen. Lächerlich. Was hat er gesagt, Chef? Was er nicht alles gesagt hat. Zuerst hat er sie gelobt und ihr dann geschmeichelt. Es hat nur noch gefehlt, dass er ihr die Füße geküsst hätte, der Schleimer. Ach, Carmen, als ob die was mit dem Erfolg zu tun haben würde. Die plappert doch nur wie ein besoffener Papagei nach, was ich ihr vom Kontrollraum aus vorsage. Ich sag dir eins, mein Freund. Wenn ich die Wahl hätte, was ich im nächsten Leben sein möchte, dann würde ich ein Supervibe sein wollen, damit mir die Erfolge in den Schoß fallen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Für Sie. Ich weiß, dass Sie nicht rangehen wollen, aber es ist Annabelle. Annabelle? Ja. Matches, tu mir den Gefallen und überzeuge diese Schlange davon, dass ich unterwegs gestorben bin, dass ich tot bin. Ich hatte bei einer internationalen Fernsehmesse einen Herzinfarkt und bin gestorben. Sie hat von meiner Misere gehört und ruft jetzt an, um mich zu nerven, nerven, nerven. Es ist noch jemand da, der Sie sprechen will. Ah, schickt Dr. Franco mir schon einen Nachfolger? Wer ist es? Ich bin's, Rodolfo Villamil. Na, Raphael, na? Richten Sie Ihrem Chef aus, dass er sich seine Lügen sparen kann. Ich habe ihn nämlich überwachen lassen und ich will ihn jetzt sprechen. Möchten Sie, dass ich ihm das so ausrichte? Dann werde ich es selbstverständlich tun. Ja, und sagen Sie ihm auch, dass diese Angelegenheit keinen Aufschub dulden würde. Haben Sie verstanden? Es ist äußerst wichtig. Und vielleicht könnte ihm auch noch folgender Hinweis weiterhelfen. Ah, Mambo. Que rico, Mambo. Mambo, que rico. Ah, ah, ah. Sind Sie hier, weil Sie sich über die Diskriminierung beschweren wollen? Oder möchten Sie Ihren Schwager sofort nach Hause holen, weil er Ihnen so sehr fehlt? Da wir gerade beim Thema sind, ich bin ein echter Mann. Und ich möchte auf keinen Fall, dass Rodrigo das Hotel verlässt. Wir können ihn aber nicht ein Leben lang einsperren. Der Mann will ja jetzt schon gehen. Genau deswegen bin ich ja hier, Senor. Ich hätte da nämlich etwas, das Rodrigo eventuell zum Einlenken bewegen könnte. Na, warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Sie haben mich ja noch nicht ausreden lassen. Also, meine Schwester wäre bereit, Rodrigo zu verzeihen. Und, im Grunde bereut sie es sogar, aber sie weiß nicht, ob sie es zeigen darf. Sie kennen sie ja, sie ist sehr stolz. Hast du das ernst gemeint? Ja, sehe ich denn wie ein Lügner aus? Das entspricht meinem Wesen überhaupt nicht. Signora, es ist so schön, Sie hier zu haben. Vielen Dank. Ganz ehrlich, wo sind denn Ihre Kameras? Nein, ich bin auf eigene Initiative hier. Keine Kameras. Das ist eher eine private Angelegenheit. Natürlich. Worum geht es denn? Ist etwas mit Rodrigo? Nein, nein, keine Sorge. Aber ich bin seinetwegen hier. Was ist passiert? Also, mit der Zeit habe ich Rodrigo als einen Menschen kennengelernt, der sehr sympathisch ist. Deswegen verstehe ich nicht, warum er jetzt die Show verlassen will, obwohl er bei allen so beliebt ist. Und ich hatte gedacht, dass Sie mir vielleicht weiterhelfen könnten. Natürlich habe ich ihn auch sehr gern. Dieser Mann ist ein richtiges Goldstück, verstehen Sie? Ach, Sie haben keine Ahnung, wie weh mir das getan hat, was da passiert ist. Seit er sich bei dieser Show angemeldet hat, machen wir hier die Hölle durch. Ich möchte Ihnen was erklären. Als er sich damals bei mir vorgestellt hat, meinte er, dass er nur ihretwegen mitmachen würde, weil sie angeblich in Geldschwierigkeiten stecken. Ich weiß auch nicht mehr so genau, weil sie Schulden abbezahlen müssen. Wissen Sie, was er damit gemeint hat?
Wir sollen Schulden abbezahlen? Nein, 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 das Geld würden wir eigentlich nicht unbedingt brauchen. Ich meine, Geld kann man selbstverständlich immer gebrauchen, aber das ist ja klar. Ja. Aber vielleicht... Na klar, es ging wahrscheinlich um die Hochzeit von Lucie. Nein, wohl kaum. So kostspielig ist eine Hochzeit nicht. Da haben Sie auch wieder recht. Dann wollte er vielleicht einen neuen Lieferwagen kaufen. Dann könnte er damit die Vorräte für den Laden kaufen, oder? Nein, ja, aber er hat ausdrücklich betont, dass es sich in dieser Sache um viel, viel, viel mehr als nur um einen finanziellen Engpass handelt. Ich habe keine Ahnung, was der Junge damit gemeint haben könnte. Vielleicht die Hypothek? Nein, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, was es sein könnte. Moment mal, was für eine Hypothek? Wir haben mit Rodrigo eine Hypothek auf dieses Haus aufgenommen, damit wir den Laden eröffnen können. Aber er hat immer mehr als pünktlich die Raten bezahlt. Deswegen ist er jeden Morgen mit den Hühnern aufgestanden und hat den ganzen Tag über gearbeitet. Fantastisch, wie der sich ins Zeug gelegt hat, der arme Kerl. Wo haben Sie gesagt, hat er gearbeitet? Ich glaube, an der 45. Straße, genau weiß ich das nicht. Das klappt, das wird klappen. Wunderbar, wunderbar. Na, da klappt das. Lucia ist in Rodrigo immer noch verschossen. Sie möchte ihm verzeihen und das ist noch nicht alles. Sie will ihn sogar noch heiraten. Das ist in der ganzen Welt beispiellos, mein Junge. Ein konvertierter Schwuler. Er bleibt natürlich ein Schwuler, aber das werden wir deiner Schwester lieber nicht auf die Nase binden. Genau, genau, genau. Ein Teufel werden wir tun. Vor allem ist doch eins wichtig, nämlich, dass Rodrigo das Hotel nicht verlässt, damit er den Preis abstaubt. Damit ist doch zu rechnen, oder? Aber ich bitte dich, jeder verliebt sich doch in einen Typen, der schwul ist und der, weil seine Verlobte ihn verziehen hat, zu seiner Heterosexualität zurückkehrt. Du meine Güte, natürlich wird Rodrigo gewinnen. Sie sind wirklich ein brillantes Hirn, Anni. Und da wir gerade von Gewinn reden, was springt für mich raus? Wie meinst du das jetzt? Ich meine, die Idee zur Lösung habe ich Ihnen geliefert und das war ein ganz schönes Stück Arbeit. Zumal Lucia anfangs von dieser Idee keineswegs so richtig begeistert war. Um sie zu überzeugen, muss ich mich ganz schön ins Zeug legen. Aha. Und was hattest du so gedacht? Am besten wäre es natürlich, wenn sie uns etwas Geld geben könnten. Wenn das ein Problem ist, dann könnten sie uns vielleicht mit dem Laden helfen, weil wir inzwischen so gut wie pleite sind. Denn wegen ihrer Show kauft niemand mehr bei uns. Ich habe mir das so vorgestellt, dass unser Laden dann die Lieferung von Erfrischung für ihren Sender übernehmen könnte. Nein, ist gut, gut, gut. Da musst du dich an die Verwaltung wenden. Ich habe mit Geldangelegenheiten nichts zu tun. Hat mich gefreut. So weit sind wir noch nicht. Ich hätte da noch einen anderen Vorschlag. Ich habe eine Freundin, sie heißt Britney. Die Frau ist spitze, ihre Kurven und so. Sie möchte sich gerne vom Sender casten lassen. Ja. Noch ein Casting. Kein Problem. Ich schlage vor, du gehst am besten gleich zu Majors und gibst ihr die Daten. Ich werde sie dann persönlich anrufen. Dann ach, das ist klasse. Vielen Dank, das war's. Senor, ich will ja keine Nervensäge sein, aber könnten Sie mir nicht so einen Passierschein besorgen? Nein, das kommt nicht in Frage. Was willst du mit einem Passierschein? Das ist doch... mein Gott, ich habe selbst keinen gekriegt. Mir haben sie auch keinen gegeben. Ich musste mir einen stehlen. Ich habe dafür bezahlen müssen, ob du es glaubst oder nicht. Bezahlen? Majors, würdest du den Herrn bitte zur Tür bringen? Ach, und schick mir einen Kameramann, weil ich was für die Show aufzeichnen will. Und hol mir Carmen. Wo ist Carmen? Sie muss mir bei diesem Interview helfen. Chef, es tut mir leid, aber ich habe sie hier nicht gesehen. Würden Sie bitte mitkommen? Ja. Also, bis dann, Hannibal. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Ciao. Hey, man hat mir gesagt, ich bekomme Hühnerpastete. Ja, Augenblick. Okay, hängen Sie das Bild auf. Ein durchsichtiger Vorhang kann schon sehr schön sein, oder? Ja, wieso? Weil er durchsichtig ist, oder wieso? Nein, nein. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist, mal sehen, noch ein bisschen Wasser. Oh Gott, Cesar, was machst du denn da? Darauf war ich nicht vorbereitet. Wie soll ich denn jetzt hier raus? Ganz einfach. Du ziehst dich aus und ich gebe dir dafür ein Handtuch. Oh, ich zieh dir das bloß an. Und wir müssen hier arbeiten. So ein Mist. Die Streifen verdecken ja alles. Na gut, ich zieh mich aus. Aber du darfst nicht gucken. Turnt euch das an. Kommt wieder runter, ihr kranken Perverslinge.
Ja, ihr Perverslinge. Zurück an die Arbeit. Aber nicht hingucken. Hey, wieso dauert das so lang? Warum kommst du nicht raus? Und du bist bescheuert, wenn du glaubst, ich würde rauskommen. Wenn da das Problem liegt, komm ich rein. Oh, oh nein! Hey, das ist ganz schön kalt hier. Nein, jetzt bin ich. Das ist ja heiß. Wieso habt ihr nicht auf den Hoteldirektor der Woche gewartet? Caramba, so gefällt mir das. Wir nehmen Marjaka in die Mitte und machen einen flotten Dreier. Ist ja irre. Lass uns in Ruhe, Edgar. Zieh dich sofort wieder an und geh weg. Jetzt echt mal. Du kannst die Leute ganz schön fertig machen. Hau ab! Blöde Kuh. Also, ich habe so viel gegessen, ich kann nicht mehr. Also, ich gar nicht. Um Himmels Willen, das ist ja völlig... Das ist ja gar nicht mehr warm, Dicker. Über das Wasser in der Dusche hast du das nicht gesagt. In der Dusche? Worüber sprecht ihr? Das war eine Dusche. Die Dusche? Was ist passiert? Es gibt jetzt also eine was Dusche? War los in der Na Dusche? Klar, wir wollen was doch endlich wissen, was in der Dusche passiert ist. Na los, spuck's schon aus, Edgar. Passiert. Nein, aber die Herrschaften vom anderen Team waren so in sich versunken, dass sie nicht gemerkt haben, wie ich reingekommen bin. Was ist los? Erzähl mal, ich bin gespannt. Kein Blödsinn, Edgar. Was verbreitest du da für einen Quatsch? Na los, erzähl schon. Ich sag nur die Wahrheit. Ehrlich gesagt, wenn ich Teil einer Wette wäre, würde ich mir darauf überhaupt nichts einbilden. Eloisa! Eloisa! Bitte, ich soll Teil einer Wette sein? Was für eine Wette denn? Worum geht es denn da? Hört mal, Leute, es tut mir leid. Es ist mir nur so rausgerutscht. Das hat nichts zu bedeuten. Geht es um ein Team, ein Spiel oder was? Ach, Rodrigo? Ja. Ja klar, der hat hier gearbeitet. Und jetzt ist er beim Fernsehen, wie man hört. Ja. Hat er Ihnen denn nicht gesagt, was er als nächstes vorhatte, bevor er bei Ihnen aufgehört hat? Nein, er hat schon länger nicht mehr hier gearbeitet. Er musste nämlich schon vor einigen Monaten gehen. Und seitdem er gekündigt hat, hat er nicht mehr hier gearbeitet? Nein, wegen Umstrukturierung wurde ihm damals gekündigt. Das ist jetzt mindestens 4 Monate her. Gut, dass er in dieser Show untergekommen ist. Er hat nämlich immer wieder nachgefragt, ob wir nicht einen Job für ihn haben. Und wir reden auch bestimmt über denselben Rodrigo Leal, über den, der im Augenblick beim Fernsehen ist. Ja, hundertprozentig. Der gesagt hat, er sei schwul. Erklären Sie mir das bitte, weil ich im Augenblick überhaupt nichts verstehe. Mein Gott, Rodrigo hat zufällig den Plan von Cesar und Valentina mitbekommen und will sie nun am Waschtag bloßstellen, damit er sich ein paar Feinde macht und dann sicher rausgeworfen wird. Echt, Chef, mit diesen Stimmen und den Stimmen seiner eigenen Teamgefährten. Wird er mit Sicherheit abgewählt werden? Nein, das ist was Ernstes, Luz. Ich frage mich nur, wo ich diesen... Mechas! Ist dieser Rodolfo aufgetaucht oder nicht? Nein, Senor. Dafür hat Annabelle wieder angerufen mit folgender Nachricht für Sie. Mambo, au. Eieieiei, du gibst das doch völlig falsch wieder. Das geht so. Mambo! So geht das, verstehen Sie? So geht das. Ja, Chef, so war das. Und was soll das jetzt wieder heißen? Ich weiß nicht, Chef, aber egal. Ich habe wirklich mein Möglichstes getan und Annibal gesagt, dass du einverstanden bist. Der Typ will uns aus der Patsche helfen. Ich kann dir nur sagen, es dürfte unsere letzte Chance sein, verdammt. Komm, zeig der Welt, was für eine gute Schauspielerin du bist. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ich meine, zuerst erkläre ich, wie sehr ich dieses Schwein hasse, um kurz darauf damit rauszukommen, ich bete ihn an, meinen schwulen Verlobten. Wer soll mir das abkaufen, Rodolfo? Und das innerhalb einer Woche? Da gebe ich dir natürlich recht. Das sollte schon eine etwas überzeugendere Darstellung sein. Du musst sagen, dass du dir das gründlich überlegt hast. Dass du seine Nachricht gelesen hast. Dass du ihn noch liebst und dass deine Liebe so unglaublich tief ist, dass du dann doch beschlossen hast, ihm zu verzeihen. So, lass es auch ein bisschen nett für die anderen klingen. Na, so wie die Leute es mögen. Ja, und was ist mit mir? Was springt für mich dabei raus, was ich lohnen würde? Na, immerhin runde 300 Millionen Pesos und nicht nur du hast was davon, sondern wir alle. Erstens Mama, dann noch Nachito und der Laden wird wieder voller Gäste sein. Oder gefällt's dir vielleicht, pleite zu sein? Übrigens hat Annibal mir versprochen, dass er einen neuen Freund für dich finden wird. Jemanden aus dem Fernsehen. So einen mexikanischen Sexbolzen. Gut, oder? Entweder bist du jetzt zu einem kleinen Opfer bereit oder wir haben verloren.
Na bitte, da sind sie. Also, machst du es jetzt oder nicht? Entscheide dich. Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Y por mi parte sobra el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco a quien. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata, vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien,